erste Gänsehaut ist da. Wer sagt, wir haben keine Mannschaft? Unsere Mannschaft kommt zusammen rein. Das Duell aktueller Pokalsieger gegen Rekordpokalsieger war am Mittwoch, den 26. Oktober, nur eine Sicht auf das Spiel des SC Magdeburg gegen den THW Kiel. Die Hausherren hatten die Generalprobe beim Aufsteiger in Minden gehörig verpatzt und mussten jetzt liefern. Die Kieler waren mit dem Anspruch angereist, nach 3 Jahren Abstinenz wieder ins Final Four in Hamburg einzuziehen, und dieser Weg führte über unsere Magdeburger Jungs. Bei denen stand Yannick Green im Tor und auch gleich im Mittelpunkt. Nach 2 Minuten ist es Patrick Winczek, der den ersten Treffer der Partie markiert. Tor THW Kiel durch den Spieler mit der 17, Patrick Winczek. Yannicks gegenüber ist Nationalmannschaftskollege Niklas Landin. Auch er ist hier machtlos. Robert Weber stellt per 7 Meter auf 1:1. Die Partie ist hart umkämpft, die starken Abwehrreihen dominieren das Spiel. Es dauert deswegen bis zur 10. Minute, bis der SCM durch ein Tor von Zielko Musa in Führung geht. Ganze 14 7-Meter wird es geben, 6 davon für den THW, 2 davon endeten so. Pariert vom bärenstarken Yannick Green. Auf 18 Paraden kommt er im Spiel, eine mehr als die THW-Keeper Landin und Wolf zusammen erreichen. Mit ihm als Rückhalt muss es nur nach vorne klappen, aber die Kieler sind auch hellwach. Ballgewinn THW. Steffen Weinhold kracht mit Mika Damgar zusammen, dann kommt der schon verwarnte Matze Musche angerauscht. Schiri zeigt rot. Eine nachvollziehbare Entscheidung, der im Spiel noch einige strittige Folgen werden. Disqualifikation SC Magdeburg. Rote Karte Matthias Musche. Der SCM dreht jetzt trotzdem immer weiter auf. Yannick Green pariert. Den Tempogegenstoß nach Pass von Christian O'Sullivan veredelt Robert Weber. Der SCM führt erstmals mit 2 Toren. Den letzten Treffer vor der Pause markiert Raul Santos vom 7-Meter-Punkt. Der SCM geht trotzdem mit einem 11:10 in die Pause. Aus der kommen die Kieler besser heraus. Erst der Ausgleich, dann schafft Marco Vujin mit diesem Hammerwurf die 12:11-Führung der Gäste. Führung THW Kiel, 12:11, Torschütze mit der 41, Marco Vujin. Der SCM leistet sich jetzt kleine Fehler, die Kiel sofort bestraft. Raul Santos trifft im Gegenstoß zum 18:15 für sein Team. Tor Kiel durch Raul Santos. 7 Meter für den SCM. Kiel wechselt den Torwart und schickt Nationalkeeper Andreas Wolf auf die Platte. Er hat mit dem Wurf von Robert Weber aber auch kein Problem. Es muss aber nicht gleich Andy Wolf sein. Dario Quenstedt ist gesperrt. Dann schickt Bennett Wiegert eben Youngsters Torwart Florian Link zum 7 Meter auf die Platte. Der Kieler Raul Santos scheint das nicht ganz ernst zu nehmen. Und Florian Link, 19 Jahre alt, hält im DHB-Pokal gegen Kiel seinen 7 Meter. Eine der schönen Geschichten dieses Spiels. Den Motivationsschub nimmt das Team mit und gleicht aus. Diesmal bleibt Robert Weber Sieger im Duell mit Andreas Wolf. Doch der THW eilt wieder davon und stellt erneut die 3-Tore-Führung her. 22:19 für den THW Kiel, Damoray Dovnia. Auf geht's, liebe Zuschauer! Der SCM gibt aber nicht auf und kämpft um den Anschluss. Hier durch Jakob Baggerstedt. Und es wird nochmal eng. Yves Grafenhorst jagt den Kielern den Ball ab und leitet den Gegenstoß ein, den Nemanja Selenovic kraftvoll vollendet. Ein Tor Rückstand, noch 2 Minuten Zeit. Magdeburg will, aber Kiel verwaltet die Führung. Keine 20 Sekunden vor Schluss dann diese Szene. Steffen Weinhold stößt am Kreis mit Christian O'Sullivan zusammen. Ein Pfiff
und Freiwurf THW. Zum massiven Unverständnis der SCM-Bank und der Halle, die ein Stürmerfoul gesehen haben. Der THW führt aus, verliert den Ball, aber es reicht nicht. Kiel gewinnt diesen unwahrscheinlich knappen und hochemotionalen Pokalfight, nachdem einige Fragen offen bleiben. Trotz einer massiven Leistungssteigerung reicht es nicht für den SCM, der aber eine großartige Mannschaftsleistung zeigen konnte. Und hier die Stimmen zum Spiel. Fabian, so bitter es ist, aber gekämpft, die Moral hat gestimmt, Publikum hat gestimmt. War das Quäntchen Glück? Ich muss aufpassen, was ich jetzt sage. Also, ja, eine überragende Moral. Also, das ist so, wie es auch gehört. Ne? Ich meine, so muss man jedes Spiel auftreten, egal gegen wem. Es war es gegen Kiel. Also, hat ein Tor nicht gereicht, aber. Ich habe da meine Meinung dazu, dass wir hier jetzt unglücklich verloren haben. Aber wenn ich das jetzt zu laut sage, dann weiß ich nicht, was passiert. Letzte Saison haben wir knapp hier verloren und wir wussten auch, das würde ein richtig, richtig schweres Spiel heute. Und wir sollen einfach alles geben für einen Sieg hier. Und das finde ich auch, wir haben geliefert und ja, war hart und war ganz eng und das haben wir auch vorher erwartet. Janik Green hält hervorragend, der hat auf die Fresse gekriegt die letzten Spiele. Jetzt hat er gut gehalten. Letztendlich war es natürlich trotzdem eine geschlossene Mannschaftsleistung mit Zusammenarbeit mit den Zuschauern natürlich. Weil das war heute so, wie der SC Magdeburg über die Jahre erfolgreich war. Mit einer sehr guten Torhüterleistung, einer geschlossenen Mannschaftsleistung, einer hervorragenden Abwehr. Und das Quäntchen hat halt heute gefehlt. Das war ein großes Ziel von uns, wieder ins Finale vorzukommen. Wir wollten das, was wir da erlebt haben, Pokalsieg oder nicht, diese Atmosphäre nochmal nehmen und hatten heute sicherlich unsere Möglichkeiten und haben sie dann ja, nicht genutzt. Das hat zum Schluss dann nicht gereicht. Das tut jetzt unheimlich weh, das tut mir unheimlich leid für meine Mannschaft, die heute aufopferungsvoll gekämpft hat. Bleiben wir sachlich und bleiben wir bei den Fakten. Wir haben auch zu viel verworfen, wenn wir 3-7 Meter verwerfen, hatten wir es auch selber in der Hand bei allem, was passiert. Versuchen wir, damit tun wir uns, glaube ich, ganz gut, die Fehler zuerst bei uns zu suchen. Und da sind wir mit einem Tor heute ausgeschieden. Michael Damgab war in der ersten Halbzeit fast geschlachtet. War bestimmt auch nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte mit diesem Pferdekuss. Wenn ich mir die Jungs jetzt angucke, wie sie in der Kabine sitzen, bin ich mal gespannt, mit wie vielen Spielern ich am Sonntag hier spielen darf oder spielen kann. Wir haben halt heute alles reingehauen. Wir haben ein unglaublich gutes Spiel gemacht, fand ich. Wir haben super, super vor allem in Abwehr gespielt. Wir haben super gekämpft. Wir haben einfach alles richtig gemacht. Manchmal klappt es nicht, manchmal verwirft man, manchmal machen wir einen Fehler. Aber wir haben einfach weitergemacht. Ganze Zeit, das war super. Wir haben unsere Zuschauer mitgenommen, die haben uns nach vorne gepaced. Das war toll. So macht Handball richtig Spaß. Aber am Ende war das leider nicht die Ergebnisse, die wir wünschen. Aber ja. So geht es manchmal gegen Kiel.